Moin, Bildungspolitik kurz erklärt, zweiter Teil. Heute geht's um Noten. Seit Jahrzehnten etabliert, auf einen Blick erfassbar und trotzdem habe ich ein Problem damit. Welches? Erstens, Noten sagen nichts über individuelle Stärken und Schwächen einer Schülerin oder eines Schülers, sondern da steht eine Zahl fürs ganze Fach, das ist wenig aussagekräftig. Zweitens, Noten geben keinerlei Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. An welchen Stärken kann man arbeiten, an welchen Schwächen kann man arbeiten, welche Methoden sollte man anwenden, was gibt es sonst für Tipps und Hinweise? Nichts davon sagt eine Note. Und drittens, oft bewiesen, die Note hängt nie alleine an der gezeigten Leistung, sondern immer auch an der Lehrkraft, ist also nicht objektiv. An einer Stelle im Schulsystem brauchen wir momentan Noten, das ist die Hochschulzugangsberechtigung. Knappe Studienplätze werden über die Durchschnittsnote beim Abitur vergeben. Das ist momentan noch so, geht aus meiner Sicht aber auch anders. Generell müssen wir uns fragen, was eigentlich die Aufgabe von Schule ist. Und die ist es, junge Menschen aufs Leben vorzubereiten, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren.